Guten Morgen, herzlich willkommen, Carpe Diem. Ich mache heute mit euch eine klassische Pranayama-Serie, eine meiner Lieblingsserien. Wir fangen an mit zwei reinigenden Übungen und gehen dann über zu zwei Pranayamas, klassische geführte, gelenkte Atemübungen und haben am Schluss noch eine Zeit zum Ruhen. Du kannst dich bequem hinsetzen, schau, dass dein Rücken gerade und aufgerichtet ist, dass dein Kinn ganz leicht Richtung Kehlkopf sich senkt, damit deine Halswirbelsäule gerade aufgerichtet ist. Für die erste reinigende Übung nehmen wir Kapalabhati. Das ist wieder eine Übung, wo wenn du Bluthochdruck hast und in den ersten zwei Tagen von deiner Mens wärst, nicht geeignet ist, dann bleibst du wieder bei der Bauchatmung. Genauso Herzprobleme oder innere Bauchorgan-Thematiken ist die Übung auch nicht geeignet. Für Kapalabhati ist es gut, wenn du deine Hände viel weiter vorne auf deine Knie abstützt, damit du eine stolze Haltung hast. Du schnupfst ein und führst den Brustraum, schnupfst dann aus, behaltest aber den Brustraum erhöht, dass da wirklich eine Öffnung ist, dass da gut Platz ist im unteren Bauchraum. Sieht so aus, du schnuffst ein, schnuffst aus, ohne die Brust sinken zu lassen. Und für Kapalabhati ist es dann ein stossweises Ausatmen, wo du deinen Bauch Richtung Wirbelsäule hinten ziehst, wenn du ausschnuffst, dein Einatmen kommt passiv hinterher. Du kannst das in deinem eigenen Atemrhythmus machen. Es muss nicht sehr schnell sein. Wichtig ist, dass dein Stoss gezielt ist, wenn du ausschnuffst. Und die Einatmung kommt einfach ganz automatisch hinterher. Wir blicken los. Tief ein, Brust raus, ausschnaufen und dann mit dem stoßenden Atem anfangen. Schnaufst aus, mach eine kurze Pause, mach nochmal eine Runde. Kannst dich ganz ruhig schnaufen lassen, Bauchatmung, durch die Nase ein und durch die Nase aus. Und du magst schliesslich die Augen. Du spürst bereits das erste Mal rein, was sich bei dir jetzt ein bisschen in Bewegung gesetzt hat. Durch die atmende Technik, Kapalabhati, reinigen wir uns im ganzen Nebenhöhle, das Atemsystem, aber auch in der Lunge. Wir gehen in eine zweite Runde, schnuffst wieder tief ein, fühlst im oberen Brustraum, schnuffst aus, behaltest die Öffnung oben und atmest wieder stossweise nach der Einatmung passiv hinterherkommen. Schnuppst aus, lass deinen Atem wieder natürlich fließen und machst schliesslich die Augen, spürst einen Moment nach. Und wir gehen weiter zu der nächsten reinigenden, respektive aktivierenden Übung im Bereich Darm.
Die Übung haben wir auch schon mal gemacht, für die, die regelmäßig mit dabei sind. Agnisara, wir nehmen die Variante, wo wir aktiv schnaufen. Das ist ein Einschnaufen im Bauch und aktiv ausschnaufen im Bauch. Im Vergleich zu vorher hast du den Einatmen passiv geholt. Und jetzt ist es wirklich, dass du aktiv aus und aktiv ein. Und du kannst den Bauch wirklich schön vorstossen beim Einschnaufen, zurückziehen beim Ausschnaufen. Und auch diese Übung, die gleichen gesundheitlichen Einschränkungen, wenn du Herzprobleme hast oder irgendwelche innere Darmorgangeschichten, Leistenbrüche oder so, dann wäre sie nicht geeignet und auch nicht in den ersten zwei Tagen von deiner Linz. Dann kannst du einfach ganz gemütlich mit der Bauchatmung bleiben, die Augen schliessen und so mit dich. Mit dem Atem verknüpfen. Gut, wir machen aktiv 3x 20 Ein- und Ausatmen. Wieder, dass du gerade noch sitzt, aufgerichtet bist, dass immer dein ganze Bauch- und Brustsegment offen ist und wir schnaufen aktiv ein und aus. Immer durch die Nase. Lass den Atem nochmal fließen, mach eine kleine Pause. Das ist auch auf der überatmenden, hyperventilierten Sinn, dass du das aktivieren, wenn man so schnauft. Es kommt dann auch die Phase, wo man alles wieder ausgleichen, was man jetzt im hyperventilierenden Bereich aktiviert, wird nachher auch wieder schön in Balance gebracht. Zweite Runde, aktiv ein und aus im Bauch. Es ist eher ein Fokus auf die untere Bauchhälfte, die untere Bauchnabel. Wieder eine kleine Pause. Gemütliche Atemzüge ein- und aus durch die Nase. Du lässt alles ein bisschen sich beruhigen. Spürst nach, wenn du magst, schliessest die Augen. Wenn es dich zu fest träumlich ist, und haltest die Augen offen. Falls es auch ein bisschen zu fest rauschen sollte, tust du einfach deine Intensität ein bisschen abschwächen. Langsamer ein- und aus oder weniger intensiv ein- und aus. Und die letzte Runde, aktiv ein und aus, Fokus unterhalb vom Bauchnabel, das ist eine leichte Spannung im Bauch. Klingen lassen, ausschnaufen, normal schnaufen. Nochmal ein bisschen nachspüren. Die Übung hat wirklich sehr eine aktivierende Wirkung auf das Darm, auf das Verdauungssystem. Regelmäßig praktiziert würdest du auch merken, dass es Veränderungen gibt im Stuhlgang. Und einmal mehr die Übung jetzt, die ersten zwei, nicht machen, wenn du frisch gegessen hast. Das passt nicht, sondern es auch sonst mal für dich machst. Warte immer 2 bis 3 Stunden, bis du die Übung machen wirst. Gut. Nächste ist immer noch ein aktives, immer noch ein ladendes Atmen. Wir nehmen jetzt den ganzen Brustkorb dazu, wenn wir aktiv ein- und aktiv ausschnaufen. Das haben wir auch gemacht. Das ist auf der Passrückenseite. Wenn du einschnaufst, immer durch die Nase ein- und aus. Fühlst die ganze Bauch- und Brustregion und es ist wieder ein aktives Ein und ein aktives Aus. Jetzt haben wir die Brust von der Zukunft zum Bauch. Ich zeige es einmal vor, das ist. Und
Du musst die Hände nicht mitnehmen, das ist mehr für mich, um zu illustrieren, was passiert, wirklich auf der ganzen Ebene. Und auch da, wir bringen viel in Bewegung. Es kann wieder beginnen zu rauschen im Kopf. Du variierst. Wir haben jetzt, ich sage jetzt mal, 10 ein- und aus- oder 10 ein- ausatmen. Wenn dir das schon ein bisschen zu viel wäre, dann musst du einfach reduzieren auf 6, auf 8, je nachdem. Oder nimmst du ein bisschen weniger Luft auf das Mal rein und raus. Halt wieder den Rücken gerade und aufgerichtet, das sollte da alles offen sein, dass wirklich das Zwerchfell und alles gut Platz hat für die Übung. Und wir beginnen aktiv. Der letzte war. Und du schnupfst jetzt einmal das rechte Nasenloch ein. Schliessest beide Nasenlöcher und schnupfst links aus. Das als Zwischenatmung mit dem Nasenlochverschluss. Links schliessen, rechts ein, rechts schliessen, links aus. Das machen wir jeweils zwischen dieser Serie. Wir machen dann hier 3 Durchgänge. Zweite Runde. Wieder aktiv vom Bauch bis oben ganz fühlen und aktiv ausstoßen. Schliessest links und schnaufst rechts ein. Beide Nasenlöcher schliessen, links öffnen, ausschnaufen. Und die dritte Runde hinten drin. Du regulierst mit Intensität, falls es zu viel ist. Ausschnaufen, wieder links schliessen, rechts einschnaufen, beide zu, links öffnen, ausschnaufen. Lass deine Arme, deine Hand sinken, schliessest deine Augen, spürst nach, fühlst in dich innen, spürst deine Bewegungen, deine Energien an, wenn es da in Bewegung geht, sind mit viel Prana bewegt. Viel von der Lebensenergie, das aktive Ein- und Ausschnaufen. Wir haben auch viel CO2 bewegt und abgeschnauft. Wir werden jetzt eine kleine Atemsequenz dazwischen, um wieder den CO2-Spiegel anheben. Dafür kannst du einfach einschnaufen, ganz natürlich. Schnaufst passiv aus und haltest deine Luft an. Ein, passiv aus, Luft anhalten. Wenn du magst, hebst deine Nase zu, damit du nicht beschiss ist. Und hebst deine Luft so lange an, wie es für dich möglich ist. Du merkst, die erste Atemreize kommen. Dann schnaufst du ein und haltest nach dem Einatmen und nochmal deine Luft angehalten. So lang, wie du magst. Dann schnaufst dann wieder langsam, gemütlich aus, gehst zurück ins normale Schnaufen. Möglicherweise hast du das alles schon gemacht, während ich es angeleitet habe. Falls nicht, dann können wir es noch zusammen machen. Ein, normal, aus, Luft anhalten. Einschnaufen und wieder die Luft anhalten.
Also immer nur so lange, wie es dir angenehm erscheint. Schnuffst aus und kehrst zurück zu der normalen Nasenatmung. Sanft, fein und so, dass sie fast nicht hörbar ist. Wir gehen jetzt zum Ausgleich. Wir haben viel bewegt, aktiv und dann jetzt Parasympathikus und Sympathikus wieder ein bisschen in Balance bringen durch die Wechselatmung. Amloma Viloma, wenn du einschnaufst und ausschnaufst. Wenn du kleine Atempausen einbauen möchtest, ich zeige es nachher ganz schnell vor, kannst du das gerne machen, wenn du die Übung schon gut kennst. Es ist das, was man mit dem Zeigefinger, Mittelfinger einklappt, dass wir können mit dem Daumen und mit dem Ringfinger jeweils im Wechsel unsere Nasenlöcher schliessen. Wir fangen an mit Schliessen rechts, schnaufen ein links, schnaufen. Wenn du eingeschnufft hast, beide Nasenlöcher schliessen, öffnest rechts, schnaufst rechts aus, schnaufst rechts wieder ein, schliessest wieder beide, öffnest links, schnaufst aus und links wieder ein und sofort im Wechsel. Da hättest du keine Atempause drin. Wenn du eine Atempause möchtest machen, bist du nach dem Einschnaufen auch beide Nasenlöcher schliessen und du kannst für dich innerlich zählen auf 4 oder auf 8, bevor du wieder ausschnaufst, einschnaufst, wieder schliessest, innerlich zählst auf 4 oder 8, bevor du öffnest, aus- und einschnaufst. Ich lasse dich das in deinem eigenen Atemrhythmus machen. Du kannst zum Beispiel auf 4 einschnaufen, 4 Pausen, 8 ausschnaufen. Schau, dass dein Ausatmen doppelt so lang ist wie dein Einatmen. Und schau darauf, dass es entspannt bleibt. Wenn du das Gefühl hast, so, oh, irgendwo kommst du in eine Hektik oder in eine Atemnot, wenn du die Luft anhaltest, dann verkürzt sich die jeweiligen Zeiten und schaust, dass es sanft, fein. Und auch das ist ein ganz subtiler Atem, ganz etwas Feines, dass du gar nicht hörbar bist, wenn du diese Atmung praktizierst. Und wir machen das. Jede für sich im eigenen Rhythmus. Du kannst die Augen schliessen für das und es einfach nur geniessen. Achte darauf, wenn du einschnaufst, dass du nur im Bauch ohne schnaufst. Und du brauchst gar nicht so viel Luft reinzuschnaufen. Es ist eine kleine Luftmenge. Lieber langsam. Oder bis runter zum Bauch, sodass du eine schöne Bauch-Zwerchfellatmung machst während der Übung.
Und wenn du das nächste Mal links ausgeschnuppert hast, kannst du deine Hand sinken lassen, kannst deine Augen einen Moment geschlossen lassen, nachspüren. Anuloma Viloma ist die Variante ohne Atempause. Und Surya Bida ist die Variante mit der Atempause. Das ist eine Übung, die eine sehr beruhigende und eine ausgleichende, harmonisierende Wirkung hat. Sie macht auch ruhig im Kopf. Das ist eine ideale Einstiegsübung auch für die Meditation. Die Pranayama-Lehre sagen wir, dass man sie mindestens im Idealfall 10 Minuten macht. Wir haben jetzt ein bisschen weniger gemacht, damit sie Zeit bleibt jetzt. Also dich kannst du hinlegen, kannst dich auf den Rücken legen. Wie die abschliessenden letzten 5 Minuten. Ich hole dich dann wieder zurück, wenn es Zeit ist. Wenn du liegst auf dem Rücken, anfangs legst du dich zu, wenn du das für dich angenehm findest, der Temperatur. Lass deine Füße locker zur Seite fallen. Lass deine Handflächen zur Decke zeigen. Deine Atmung ist sanft und ruhig im Bauch. Das ist das Übergleiten in das Nichtstun. Einfach nur sein und nachspüren.
Und ganz allmählich kommst du langsam zurück, indem du mit deinen Zehen, deinen Fingerspitzen, erste Bewegungen machst. Fußgelenk, Handgelenk, musst nachreisen. Im Impuls folgst, was dich noch ein bisschen strecken, drücken, recken. Und find dann über die Seitenlage deinen Weg in deinem Tempo zurück. Aufrichtig ins Sitzen. Und was du noch ein bisschen liegen bleiben möchtest, bleibst einfach noch ein bisschen liegen. Du hast deinen eigenen Rhythmus, wie du das möchtest gestalten. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Dabeisein. Ich wünsche einen ganz schönen weiteren Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.